Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei King of Retail. Ich bin bereits raus aus dem PC-Shop und bin hier in die Zentrale gegangen und in unser Headquarter. Wollte ich jetzt mal gucken, ob die hier irgendwie ausbaumäßig was haben. Ich würde sagen, ich gehe gleich wieder hier auf die reduzierten Preise. Die sind auf jeden Fall wichtig. So, du hast nichts. Dann werden wir mal zum einen erstmal hier bei Shirts nachgucken, dass wir hier auch Geld noch rausziehen können. Okay, ein Punkt, da haben wir auch einen Punkt. Da ist soweit alles in Ordnung. Ich würde sagen, beim Marketing. Aus Neugier, Werbung hat einen größeren Einfluss. Erhöht die Gesamtbevölkerung. Höhere Wahrscheinlichkeit, dass Kunden aufgrund ihrer Bedürfnisse in ihr Geschäft kommen. Ich würde aber sagen, wir machen mal die Gesamtbevölkerung, dass wir da auch ein bisschen nach oben kommen. So, bei dir ist noch alles tutti, auch da an der Tafel. Jawohl, grüne Pfeile sind immer gut. So, was machen wir da? Tagesmanager. Normalerweise würde ich sagen Tagesmanager, aber der ist ja im Grunde schon ausgebaut, ne? Wenn, dann würde ich eher sagen, dem Optimismus der Mitarbeiter. Der wäre eigentlich ganz wichtig, ne? Jo, machen wir mal den Optimismus der Mitarbeiter. Jo, das passt. So, dann schauen wir jetzt einmal hier rein. Was können wir an Knete rausziehen aus den Läden? So, hier würde ich sagen, ziehen wir, also so, dass noch 5.000 in etwa drin bleiben, würde ich sagen, wir ziehen hier 9.000 raus. Jawohl. Dann können wir hier 36.000 können wir rausziehen. Geld abheben. Jetzt geht meine Kamera wieder aus. So. Dann haben wir hier noch knapp 6.000 drin und hier können wir rausziehen 22.000. Geld abheben. 22. Zack. So. Dann haben wir jetzt ein Gesamtvermögen gerade im Moment von 540.000. Das ist natürlich schon gut. Aber, und das ist das Problem, hier sollen wir angeblich ein Minus machen. Also, ich muss echt mal schauen, wie das jetzt dann am nächsten Tag läuft. Aktuelle finanzielle Mittel sind diese 4.200. Wenn wir tatsächlich hier noch ins Minus gehen, dann muss ich halt da nochmal Geld reinschieben. Aber wir sollten auf jeden Fall einen neuen Store öffnen, dass wir hier Punkte bekommen. Wir brauchen nämlich hier für die Klamotten 10 Punkte insgesamt, dass wir die überhaupt erstmal freischalten können. So, wir gucken mal ganz kurz hier rein. Da haben wir einen Punkt, da haben wir einen, da haben wir keinen. Da ist noch alles in Ordnung. Da ist auch alles in Ordnung. So, der Verkaufsleiter. Ich würde sagen, warte mal. Beginnen einem Bonusrenommee. Das wäre schon mal ganz gut. Ich würde sagen, wir machen diesmal Bonusrenommee auf dem Laden. Weil wenn wir jetzt einen neuen öffnen, ist es auf jeden Fall gut, wenn wir da schon mal gleich einen Jumper haben. Ja, du bist immer noch mies drauf wegen Degradierung. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall den Tagesmanager. Ja, ist auf jeden Fall enorm wichtig. So, dann brauchen wir natürlich auch erst einmal noch einen Shop. Da habe ich mich jetzt schon mal umgeschaut. Und zwar am Pier habe ich mich umgeschaut. Und zwar hier unten. So. Das ist, glaube ich, auch der Screenshot, wie ich ihn gemacht habe. So, ich habe mir die ganzen Läden angeschaut. Hier haben wir zwar ein hohes Bevölkerungsaufkommen, aber ja, ich weiß noch nicht. 3600, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich möchte ein sehr hohes Aufkommen. Von daher habe ich mir dann da unten die angeschaut. Die sind mir einfach zu teuer. 72 Quadratmeter, das Ding würde kosten 325.000. Ist mir definitiv zu viel. So, aber dann sind mir die zwei da unten aufgefallen mit 48 und 48 Quadratmeter. Bevölkerung hoch. Hier haben wir hauptsächlich Umweltschützer, Studenten, ITler und Buchhalter. Genauso ist es hier. Das sind die gleichen. Und nur ein bisschen Berühmtheiten, das ist gut. So, aber was hier wichtig war, und zwar hier zahlen wir 3.763 tägliche Wartung, obwohl der ursprüngliche Preis 182 ist.
und hier wäre der Preis 181, aber die tägliche Wartung wäre höher. Von daher dachte ich mir, naja gut, dann schmeiße ich die 1000 Euro doch mehr drauf, zahle aber dann dafür weniger Abgaben. Also ne, nach 10 Tagen habe ich im Grunde die 1000 schon wieder drin. Von daher würde ich diesen Laden gerne kaufen. Zack, machen wir. Und jetzt halt gehen wir dann hier einmal kurz in den Konzern zum Headquarter. Wir müssen hoch zu Boba. Ach ne, Moment, den muss ich ja hier unten zuweisen. Den muss ich ja hier unten zuweisen. Leere Geschäfte, und zwar die Sonnenbank Anlegestelle Nummer 8. So, vorbereiten. Wir machen hier ein Boba PC Shop. Wir überweisen hier ein Geld von jetzt mal 300.000. Später können wir da noch mehr rüberschieben. Da haben wir immer noch 58 hier. Und einmal akzeptieren. So, dann müssten wir jetzt eigentlich, wenn wir nach oben gehen, den zweiten Store hier drin haben. Yes, und da haben wir den zweiten Store. So soll es sein. Renommee-Punkte hoffe ich mal, dass wir innerhalb von, ich sag mal, 2 bis 3 Folgen drin haben sollten, dass wir dann die Shirts machen können und dass dann auch der Umsatz dementsprechend nach oben flutscht. So. Die anderen Läden laufen eigentlich ganz gut. Hier haben wir täglich ca. 14.000. Hier haben wir täglich an die 100.000. Da haben wir diese Minus. Also das ist auf jeden Fall schon mal nach unten jetzt gegangen. Also 3.300 war es ja vorher. Ich denke, das hat mit dem Ausbau von dem Manager zu tun. Und hier haben wir täglich 54.000. Also das läuft schon mal ganz gut. Aber wir gehen jetzt natürlich in diesen Shop hier. Nicht zugeordnet, ist klar. Wir gehen jetzt halt einfach mal rein. So, beginnen. Wir haben natürlich jetzt halt hier noch einen ganz kleinen Store. Das weiß ich. Müssen wir aber auch machen erstmal, dass wir hier was aufbauen. Von daher geht es heute wieder darum, dass wir wirklich Ladeneinrichtung machen. Und zwar mache ich das wie hergebracht. Eine Kasse hier vorne am Eingang. Dann, wir könnten gleich mal ins Lager gehen. Dann stellen wir nämlich da mal die Liefereinheit hin. Ups. Die Liefereinheit hin. Die packe ich jetzt halt, weil es ansonsten blöd ist mit dem Platz da hinten her. Und ich will nicht mit den kleinen Dingern anfangen, sondern ich stelle wirklich gleich die großen hin. Wir müssen das Lager eh noch ausbauen. Moment, kann ich da vielleicht... Könnte ich da sogar 2 hinstellen? Nein, kann ich nicht. Okay, nee, dann lassen wir das. Dann Mitarbeiter. Wir stellen zumindest schon mal alles rein, was wir so brauchen. So, du schaust gegen die Wand. Dann brauchen wir natürlich den Kaffeetisch. Der kommt dann daher. Und einen Pausetisch, der dahin kommt. So, dann hätten wir schon mal die Grundlagen von Büro und Lager. So, ich würde sagen, wir legen, wenn dann, los mit Handys. Und da gehe ich jetzt halt, obwohl wir wollen ja PC-Store machen, ne? Ich würde sagen, wir bleiben jetzt alles erstmal bei Firestorm und legen los im Grunde mit den ersten insgesamt, ich würde sagen, 6 Rechner. So, die wir jeweils 3 Stück einkaufen. Das sind schon mal 39.000. Jo, machen wir mal. Machen wir so. Dann Ausrüstung. Da bleibe ich auch bei Firestorm jetzt erstmal. Da können wir im Grunde vielleicht gleich mal auf 5 Stück gehen bei den Mäusen. So. 5. Es ist immer genial, wenn du einen Laden neu einrichten kannst und vor allem, wenn du... Ups. Wäre schon wieder fast passiert, ne?
Und vor allem, wenn du das Geld auch hast, ne? So, das sind jetzt mal 10.000 Artikel bestellt. Und dann gehen wir trotzdem mal auf mobile Geräte. Auch da gehen wir auf Firestorm. Das sind natürlich die etwas teureren Dinger. Da müssen wir aber nicht die teuersten gleich nehmen, sondern da halten wir uns erst einmal hier an die günstigeren. Da machen wir immer gleich 4 Stück. So, das sind 16.000. Da können wir auf jeden Fall noch mehr. Und dann können wir noch hier vielleicht die obere noch nehmen. So, und da machen wir auch gleich mal 4 Stück. So, das passt alles, ja? 47.000, alles klar. Artikel bestellen. So. Bestellungen laufen, dann Lieferung anfragen. Sind ja nicht allzu viele. Wie viele Artikel sind es? Ja, nicht einmal 100. 400 können wir unterkriegen. So. Für die PCs würde ich sagen, machen wir diese Tische hier schön hier in die Mitte. Ja, und schön weit hinter auch. So. Für die Ausrüstung machen wir bei den Mäusen. Ja, machen wir die da. Würde ich sagen, machen wir hier auf die Seite die Mäuschen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich 4 brauche, aber ich denke, 3 würden normalerweise reichen. Und für die Handys machen wir diese hier. Wir werden sowieso jetzt halt noch ein bisschen was nachkaufen, aber ich mache jetzt gerade mal ein bisschen langsam. So, einmal, dass ich nicht gleich zu viel Geld raushau. So, ja, wobei, die 2 Regale kann ich auch noch kaufen. Elektronik, mobile Geräte. So, machen wir noch da eins und dann nochmal da eins. Zack, so. Dann packen wir mal aus das ganze Zeug. Bin ich mal gespannt. Also 130.000 haben wir jetzt noch. Also damit können wir schon noch einiges anfangen. Mir ging es jetzt erst einmal darum, den Grundstock. Dass wir das auf jeden Fall haben, ohne dass ich jetzt zu viel gleich rausballer. Also, Elektronik, Rechner, Computer. Ich würde sagen, wir machen auf die 2 und auf die 1, da können wir tatsächlich nochmal einen machen. Ja doch, machen wir immer 4 Stück würden hier reingehen normalerweise. 3 haben wir jetzt bestellt, dann könnten wir die vielleicht gleich auf 4 noch erhöhen. Rechner. So, das sind dann... Oh, ja stimmt, da brauche ich noch einen Tisch. Dann mache ich die 2 gelben daher. So. Elektronik, Rechner. Zack, der kommt dann hier vorne noch mit her. Rechner, Computer, die da. So, dann ändere ich jetzt halt gleich bei denen den Mindestlagerbestand. Und zwar auf 4. Weil dann können wir nämlich nochmal jeweils einen bestellen. Bei der nächsten Bestellung. So, dann haben wir das schon mal. Der Rechner haben wir schon mal platziert. So. Die Mäuse. Ich glaube, wir haben ja immer 3 Stück von jeder Sorte. Rechner, Ausrüstung. Genau, 3. Okay. So. Ja, das lassen wir auch. So, ich denke, das ist gut. Es
reicht auch, wenn da drei Stück drauf liegen. So, Electronic, nein, Rechner, Ausrüstung, dann diese hier. Wir machen da auch jetzt erst einmal noch nichts, was preistechnisch ist. So. Elektronik, Rechner, Ausrüstung. Ich bin mal vor allem gespannt, wie das Renommee von dem Laden dann schon ist, wenn es ja einen Bonus-Renommee gibt. So, und dann richte ich hier zumindest schon mal das Regal ein, dass wir es dann bloß noch bestücken brauchen. So, hier haben wir Firestorm. Ich möchte gerne mal diesmal mit Design arbeiten, Schild bearbeiten. Ich würde sagen, wir machen... Warum haben wir nicht Farben gespeichert? Ja, genau. Das Rote. Nee, aber nicht den Text, sondern das Schild in Rot. Der Text selber soll bitte in Weiß sein. Text ändern. Firestorm machen wir mal so. Allerdings das Design vielleicht noch ändern. Das passt überhaupt nicht, ne? Also wenn dann eher noch so. Ja, lass mal so. Firestorm. So. Kopieren. Ach nee, Moment. Das Aussehen würde ich auch gerne ändern. Und zwar machen wir Farben gespeichert. Was haben wir da? Braun. Rosa. Rot. Ja, machen wir das Rot. So, dann kopieren wir das einmal. Einfügen. Schild bearbeiten, Text ändern. Auch hier machen wir Firestorm. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal irgendwas anderes, ne? Vor allem gleich von Anfang an einfügen, Schild bearbeiten, Text ändern. Man muss halt immer überall reinklicken. Ups. Firestorm. Okay. Schade, dass man das nicht unterschiedlich machen kann. Das wäre nämlich auch cool gewesen. So, für das hier müssten wir jetzt halt natürlich nochmal Artikel bestellen, ne? Einmal Mindestlager, dass wir die Computer drin haben. Und dann gehen wir nochmal hier auf Elektronik, Rechner, Ausrüstung. So, von Firestorm haben wir alles. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf LED-D, LED-D mit 5 jeweils. So, Artikel bestellen. Könnten wir hier auch noch gleich das Design ändern. Und zwar würde ich sagen, wir machen bei LED-D Ach, das ist das Regal, was sich da ändert. Das muss ich dann hier auch noch machen. Das machen wir. Yes, das ist cool. Gedacht, warum das sich nicht verändert. Jetzt halt, schaut noch cool aus. So, dann hier machen wir aber ein anderes Design. Hier machen wir tatsächlich blaue Böden. Jo. Dann Schild zeigen. Text ändern. Bleibt die und dann machen wir beim Schild. Schild. Ach so. Ah, okay, stimmt. LED-D machen wir dann. Machen wir so.
Text machen wir natürlich größer. Textfarbe können wir heller machen. Und die Schrift, das lassen wir so. Das ist, denke ich, gut. So, wandtechnisch. Bei Wänden machen wir heute alles. So, wandtechnisch würde ich sagen, ich würde gerne in so ein Silber gehen. Das schaut nicht nach Technik aus. Schauen wir mal. Ja, warum nicht so? Bisschen heller das Ganze. Den Boden können wir ja dunkler machen. Okay. Boden. Was haben wir da gespeichert? Das ist ein richtiges, ekelhaftes Rot. Nee, ne? Da wird dann heller. Nee, das passt irgendwie nicht. Wir machen das. Ich mag einfach eher dieses Blau. Aber. Nee, kein Gitter. Ja, komm, machen wir mal den da. So. Ja, das ist doch schon mal was. Zack. So, dann schauen wir uns einmal die Handys an. Handys, Elektronik, mobile Geräte. Da haben wir jeweils 4 Stück. Ja gut, dann müssen wir halt nochmal Handys bestellen, ist ja egal. So, da machen wir es wieder genauso wie im anderen Shop. Oh, nochmal eins runter. So schaut besser aus. So, rein mit euch. Da gehen immer 3, das heißt, wir haben 1 noch in Reserve. Aber Firestorm, da werde ich jetzt mal hier kopieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Einfügen. Yes, das funktioniert. Machen wir das natürlich gleich, ne? Das ist klar. Dann Moment, zack. Viermal, 1, 2, 3 und 2. Und das mache ich hier auch gleich einmal. Zum Einstellen immer, aber 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 und 2. So. Dann hier Design, einfügen, Schild zeigen, Schild bearbeiten, Text ändern. Schade, dass man da nicht den Text auch dann gleich übernehmen kann. Naja, aber wenn ich es schon kopiere, ich könnte ja dann den Text einfach ändern, wenn ich sage, das ist dann was anderes. So, dann Articles, mobile Geräte, dann kommt ihr hier rein. So. Yes. Das ist doch schon mal was, oder? So, dann werden wir hier auch einmal das Design ändern. Sehr black. Mal einfügen. Okay, aber das ist dann nur ein bisschen heller. Dann kopieren wir das mal. Einfügen. So. Wie schaut denn das eigentlich mit dem Schild aus? Okay. Aber das Schild ist wahrscheinlich dann nur auf einer Seite, ne, beschriftet. Warum?
So, Firestorm. Na, ist jetzt wieder nur auf der Seite, ne? Es ist schade, dass es nicht beidseitig gedruckt ist. Schild zeigen, Schild bearbeiten. Text ändern. Firestorm ist so. Zack, mir ging es jetzt hauptsächlich auch drum. Moment, den drehe ich dann zumindest. Dann steht es einmal auf der und einmal auf der Seite. Halt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich's, ich kopiere es lieber nochmal. Design einfügen. Schild bearbeiten. Und jedes Mal, ne? Firestorm. So. Chuck. Okay, die Computer sind gekommen. Die LED, die habe ich bestellt. Das heißt, wir brauchen hier nochmal Handys. Da würde ich aber... Es ist schon sehr viel Firestorm, aber ich find's halt geil. Irgendwie. Jetzt, wenn wir das alles so in dem Design haben. Kopieren. Einfügen. Und einfügen, weil wir werden sowieso jetzt halt nochmal Firestorm-Handys kaufen. So, auf das ganze Firestorm, mobile Geräte, Firestorm. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach weiter. So, und... Ah, nämlich die hier. Dass ich nicht wirklich zu hoch schnalz. So. Viermal jedes. Gut, dann sind wir bei 46.000. Artikel bestellen. Und dann können wir nämlich Lieferung anfragen. So, dann kommt nämlich der ganze Mist. Dann können wir hier gleich die Schilder bearbeiten, während der kommt. Achso. Schild bearbeiten. Text. Es ist halt ein sehr großer Firestorm-Store gerade im Moment. Aber auch auf das werden wir noch natürlich ausweiten mit anderen Artikeln. Aber ich merke gerade, es ist sehr übersichtlich damit. Das Ganze ist halt dann auch ein bisschen, ja, freundlicher. Oder ich weiß ja nicht, vielleicht animiert es ja die Kunden dann, was zu kaufen. So, meine Kamera ist noch an, ja. So. Dann wird aufgefüllt. Mobile Geräte. 2, 3 und 4. Rein mit dir. Doch, die Abstände sind schon gleich. Und dann hier nochmal diese Dinger hier. Zack. Und damit wäre der Laden vorerst mal besuchsbereit. Moment, die stelle ich noch ein bisschen weiter rüber, weil ich gerade im Moment da nichts habe. Halt, die können wir noch auffüllen, gar, dass die da sind. So, ich müsste jetzt eigentlich halt Elektronik, nein, Rechner, Ausrüstung, wo seid ihr da? Das schwarze vielleicht in die Mitte, die helle Reving hoch, höher. So, jetzt muss ich nur noch mal schauen, und zwar wegen Mindestlager. Okay, da muss ich ändern. Zack, okay. Und dann die Handys, glaube ich. Ja, die muss ich auch nochmal ändern. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Büro am PC wirklich schneller geht. Aber ich denke, da geht es vielleicht ein bisschen schneller. Ich weiß es nicht. So. So. Und so. Gut. Die da müsste ich eigentlich schon... Nein, die habe ich auch noch nicht. Ui. Ja, ich mache das einmal noch schnell. Okay, also auch die Mäuse hier auf der Seite waren alle noch nicht im Mindestlagerbestand. Von daher habe ich das jetzt halt auch gleich noch gemacht. Ansonsten, wir können nichts weiter jetzt machen, außer zurückgehen
und den Tag beenden. Halt. Wenn ich jetzt schon am Designen bin, dann mache ich das jetzt hier auch noch. So, aber ihr bekommt diesmal einen Teppich hier rein. Und bei den Wänden bekommt er Knastmauern. So. Passt. Das Lager selber ist eigentlich... Eigentlich ist das Lager unrelevant, aber ich mache jetzt halt trotzdem auch das Lager. Wer weiß, wie sich das dann eh noch ändern wird. Weil das ist ja noch nicht finale. So, Lagerboden. Perfekt. Nein, raus hier. So, dann gehen wir mal zurück in das Büro. 3700 Miete, wir haben noch 60.000 drin. So, dann gucken wir doch mal nach den Mitarbeitern. Ahmed und Ken sind die ersten zwei Glücklichen, die bei uns anfangen dürfen. Oh yes, der ist gleich... Du bist gleich prädestiniert und Anwärter für den Filialleiter-Job. Gewinn einen Bonus, Interaktion mit Kunden ist cool, verdient Erfahrung schneller. Mehr freie Tage, Stimmung sinkt schneller. Na gut, aber den können wir auf jeden Fall direkt an die Kasse packen, würde ich sagen. Dachte ich mir schon, dass du recht viel willst. 155, alles klar. Ahmed Hess wird eingestellt. Und zwar an die Kasse. Genau, halt. Öffnungszeiten. Aber da mache ich jetzt einmal noch nicht so lange auf. Also normalerweise können wir ja 2 Uhr machen. Wir fangen jetzt halt mal mit dem Laden erst um 6 Uhr an. Und machen um 18 Uhr Schluss. Ich denke, 6 bis 18 Uhr ist gut. Jo. Mal kurz ändern das Ganze. So. So. Und der Sonntag noch. Perfekt. Gut. Also 6 bis 18 Uhr. Nur für den Anfang jetzt. Später wird es auf jeden Fall noch ausgebaut. So, du wirst an der Kasse sein und zwar würde ich sagen in den ersten 5 Stunden auf jeden Fall. So, da musst du durch. So, dann schauen wir mal, was der Ken noch kann. Das hat man doch schon mal. Déjà-vu. Verkauf. Okay, dich können wir auf jeden Fall im Verkauf dann nehmen. Schnelle Erfahrung. Langsame Energie, Stimmung sinkt schneller, höheres Risiko, Kunden zu verärgern. Willst du mich verarschen? Okay, das ist natürlich als Verkäufer absolut uncool. Boah, wo stecke ich dich dann hin? An die Kasse ist halt auch bescheuert, ne? Wiederbeschaffung, da machst du mir noch zu viel kaputt, außer ich lass dich auffüllen am Abend. Okay, dann würde ich sagen, ich stelle dich ein. Okay. Also Ken Heuer wird dann gleich erst einmal auf Schulung geschickt. Und zwar hier. Dann kann der nämlich, wenn er wieder da ist... Kann ihn noch nicht einstellen, ne? Ja, fehlendes Talent, okay. Dann wird der nämlich in die Wiederbeschaffung gehen und darf der Regale auffüllen. So, der erste Tag wird natürlich ein bisschen schwierig, ganz klar. Ich würde auch sagen, wir reißen den Tag jetzt halt einfach mal runter. Wir riskieren das jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal in den Shop. Wir haben zumindest in den ersten 5 Stunden haben wir jemanden an der Kasse stehen. So, Renommee kann natürlich noch keins gestiegen sein, aber naja, gut. Eins haben wir. So, da haben wir Stufenaufstieg. PC-Shop auch nochmal einen Punkt, aber da brauchen wir ja 10. So, Konzernvermögen 162 finde ich super. Weil wir können dann nämlich Power PC-Shops, wenn der erstmal ein bisschen läuft, auf jeden Fall ja, ausbauen. Jetzt hat es erst einmal
hier wichtig, Moment, hier wichtig, dass wir den Laden hier am Laufen haben. Na, warten wir mal kurz auf die Kunden. So, Ahmed ist zumindest schon mal da. Das ist ja schon mal was. Wir sind offen fürs Geschäft und jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir Leute anquatschen. Sobald irgendwer hier stehen bleibt, zack, ran an den Kunden. Er verliert Stimmung und Optimismus relativ schnell, würde ich jetzt mal sagen. Aber na gut, es ist sein erster Tag. Der hat ja schon mit ein bisschen weniger angefangen. So, ich lasse jetzt mal ganz kurz hier laufen. Okay, die erste ist da. Das erste Opfer. Lass dich mal bequatschen. Mobile Geräte. Könntest du einen Blick drauf werfen? Ja, das wäre ja super. So, schauen wir mal, wie ich dich ausbauen kann. Gut, und dann nochmal das Bedürfnis hochknallen. Jo. Jetzt geh rein und kaufe. Also 60.000 ist quasi unser Nullpunkt, wenn man so mag. Ich bin gespannt. Wird sie kaufen? Wird sie nicht kaufen? Und greift sie hin? Yes, sie greift zu. Okay. Unser erster Kunde ist schon mal im Netz. So, jawohl, der nächste kommt. Na gut, wir haben ja schon ein Renommee. Jawohl, gleich das nächste Handy. Jawohl, noch eins. Alles klar, hups. Entschuldigung. So, noch nie aufgefallen. Dir biete ich jetzt mal einen Rechner an. Oh, da ist das Need aber schon sehr hoch jetzt. So. Okay, und dann können wir ja da noch ein bisschen drauf gehen. Okay. Probieren wir es mal so. Aber das Need ist hoch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die jetzt halt einen Rechner nimmt. Oh, da vorne will jemand Hilfe. So. Schauen wir mal. Ach, auf den Titel klicken zum Ankaufen. Zum ernsthaft überzeugen. Dann eben das da. Ernsthaft überzeugen. Du willst bloß eine Maus, oder? Vielleicht, ich weiß nicht. Warte mal, dann machen wir doch den PC. Hi, spare 2 seconds. Hi, ah. Spare 2 seconds. Ah je. Hey, can you help me? Verdammt. Da muss ich hoch. So. Dann tun wir es eben so. Thanks. Aber ob der jetzt natürlich einen Rechner kauft, das weiß ich nicht, ne? So, greift er zu oder greift er nicht zu? Jo, er greift zu. Super, das hat's auf jeden Fall dann gebracht. So, die müssen wir erst einmal wieder hochpushen. So, und dann dein Lied noch natürlich. Zack, und du kaufst. Thank you. Greif zu, greif zu. Wir müssen uns jetzt dann eh gleich an die Kasse stellen. Hi. Spare 2 seconds. Was? Nochmal? So, wir haben halt jetzt halt niemanden da. Moment, ja okay, dann quatsche ich halt nochmal. Zeig alles, ich zeig dir auch meine Rechner, dass du richtig... mobile Geräte, sehr interessant. Du willst also 2 Handys kaufen? Hey, can you help me? Ich meine, das ist ja in Ordnung, ne? Das muss ich mir nur schicken. Weil sonst ist er weg von der Kasse. Dein Need nochmal ein wenig hoch. Yes, ausgebaut. Perfekt. Komm und du greifst dir noch ein Handy, oder? Thanks. Ja, bitte. So, Ahmed ist gegangen. Nein, sie greift nicht nochmal zu. Okay, dann stehen wir jetzt halt erst einmal in der nächsten Zeit hier an der Kasse. Wir können jetzt halt eh nichts mehr auffüllen oder sowas. Also lassen wir den Tag jetzt einfach mal verrennen, würde ich sagen. Es geht ja nur bis 18 Uhr.
Excuse me. So, ist gleich 18 Uhr. Also es stehen halt immer so 2 bis 3 Leute wirklich da und winken, weil sie irgendeine Frage haben, aber ich komme hier von der Kasse nicht weg, das ist das Blöde. Also man sieht schon, Kassierer sind extrem wichtig, wenn ich jetzt am Anfang noch keine Verkäufer habe, dann muss zumindest Kassierer müssen her, weil verkaufen kann ich dann doch noch den einen oder anderen irgendwas. So, hast du noch was zum Zahlen? Nein? Alle weg? Okay, dann machen wir die Kasse zu. Auffüllen kann ich ja nichts. Ich habe ja keine Rechner. Kann ich noch handytechnisch irgendwas auffüllen? So das eine oder andere? Ja, doch. Geht schon noch. Mäuse vielleicht auch noch. Was ich habe, das habe ich. So. Jawohl. Und dich noch. Komm. Jawohl. Gut, dann können wir jetzt ins Büro. Schauen wir mal. 60.000 haben wir. Wir haben also quasi um die 60.000 Umsatz gemacht. Ist doch gut. 64.000, ja, das ist okay. So, Ken ist unser Verkäufer, den wir auf jeden Fall jetzt mal in die Zeit von 12 bis 18 Uhr einsetzen, würde ich sagen. Also quasi die letzten 6 Stunden des Tages. Wir müssen ihm aber trotzdem irgendwie noch eine Pause geben. Aber warte mal, lieber eher hier als zu spät. So, Ahmed ist an der Kasse. Ich denke, das ist auch ganz gut. Wenn er jetzt hier in der Kasse ist, dann kann ich verkaufen. Dann bin ich hier an der Kasse und er kann verkaufen. Ne? Das ist doch schon mal was. So, gucken wir mal noch Bewerbungen an. Der Jona. So, wie schaut es bei dir aus? Oh, Kasse, yes. Oh, und der ist halt auch ein Anwärter. Ne? Das ist... Also Wiederbefüllung wäre für dich jetzt auf jeden Fall schon mal etwas. Da könnten wir dich noch gar ausbauen. Aber Verkauf ist halt jetzt halt gerade in dem Moment wesentlich wichtiger. Also ich denke, dass ich den jetzt erst einmal hier für den Verkauf nehme. Oh, XP schneller, Energie langsamer, höhere Löhne, na klar. Benötigten freie Tage. So, 147. Das magst du noch nicht. 162. Noch ein bisschen, 173. Du machst es knapp, aber ich akzeptiere. Okay, du wirst auf jeden Fall als Verkäufer akzeptiert, angestellt, wie auch immer. Und zwar machen wir das jetzt so. Ha, dachte ich mir. Du gehst nicht an die Kasse. Der andere hat ja hier die 6 Stunden. Hat hier Pause. Von daher würde ich sagen, mache ich bei ihm hier die 6 Stunden. Und mach hier Pause. So könnte er Pausenvertretung machen, die Spätschicht, und er macht noch Pausenvertretung für den anderen. Ja, das ist doch, glaube ich, ideal. Ideales Teamwork. Aber von den Ladenzeiten, das mache ich erst später. Ich lasse jetzt den Laden erst einmal nur für ein paar Stunden laufen, weil es auch erstmal reicht. So. Wie gesagt, ich muss ich noch in den Verkauf schieben, weil sonst stehst du mir an der Kasse. Und das will ich nicht. So. Perfekt. Ja, dann gleichen die sich auf jeden Fall aus. Das finde ich schon mal ganz gut. So, Marketing haben wir eh noch nicht, Wiederbefüller auch nicht. Du machst weiterhin Kasse. So, du bist aber... Stimmung sinkt schneller. Ah. Schauen wir mal. Eigentlich sollte ich den auch in Verkauf packen. Der wäre, glaube ich, sinnvoller im Verkauf als irgendwo an der Kasse. Ich mache den auch zum Verkäufer, weil ich glaube, ja, wir machen den noch zum Verkäufer. Wir brauchen Verkäufer. So, also der erste war hier. Der zweite war hier. Dann mache ich jetzt ihn als dritten hier. Das machen wir so. Und ich glaube, dass das
so ganz okay ist. Wir brauchen in der ersten Stunde noch keinen Verkäufer. So, dich natürlich auch ändern. Dann wären wir schon mal ausgestattet mit 3 Verkäufern. Da brauche ich mich dann nicht drum zu kümmern und kann mich erst einmal nur an die Kasse schmeißen und natürlich vorher auspacken und auffüllen. Deswegen ist es auch gerade so wichtig, dass wir Auffüller da haben. So, wir bestellen mal Artikel nach. So, Bestellung Mindestlager, 35 Artikel, knapp 43.000. Können wir uns locker leisten. Wir haben dann immer noch 77.000, aber ich baue noch nicht aus. Das mache ich noch nicht. So, aber wir können auf jeden Fall eine Werbung schalten. So, jetzt muss ich echt überlegen. Ich glaube, es waren Umweltschützer. Moment. Umweltschützer. Bleibt drin. Aber da waren es gar nicht. Das waren Hipster. ITler. Und ich glaube Berühmtheiten, ne? So, wir können auf jeden Fall Rechner eine Werbung machen und für Mobilgeräte. So, da muss ich dann einfach nochmal drauf schauen, genau. Man kann sich das gar nicht alles merken, wo jetzt was und wie. Und ne, hier fehlt mir im Grunde eine Grafik, die mir anzeigt, was, welches Renommee. Also da, das fehlt mir hier. Oder habe ich das da irgendwo am Computer? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Kunden. Doch, da Stadtanalyse. Na klar, da steht's doch. Umweltschützer, ITler, Buchhalter und Studenten. Okay, und ich habe jetzt Umweltschützer gemacht. Hipster, ITler und Berühmtheiten. Ne? Ist aber auch total egal. Kundenberichte für den ersten Tag. Ich wurde in der Kasse schnell bedient. Okay. Alles kombinieren bitte. Plus 48, okay. Also ich denke mal, unser Renommee wird auf jeden Fall, wenn wir dann rausgehen, ein bisschen steigen. Ein bisschen zumindest. So, die Frage ist natürlich, bauen wir schon gleich aus? Ich würde sagen, nein. Wir warten jetzt halt wirklich noch, weil der Umsatz war für das erste Mal nicht einmal so verkehrt. Wir hätten rein theoretisch von den 60.000 ja immer noch 13.000 über. Also wir haben immer noch 13.000 Gewinn, deswegen gehen auch 10.000 in den Konzern. Ich kann halt leider das nicht ändern, aber ich könnte höchstens dann in die Zentrale gehen und das dort ändern, dass man beim PC-Shop vielleicht nur 50% oder was reintut. Das wäre, glaube ich, schon mal sinnvoll. Okay, aber für heute war es das auf jeden Fall. Ich würde mich enorm freuen über ein Like, über Kommentare und dass ihr, wenn dann beim nächsten Mal auch mit dabei seid. Insofern macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.